Lieben, schön, dass ihr wieder da seid. Ich habe heute etwas ganz Wunderschönes für euch. Und zwar bin ich in den letzten Wochen wirklich durch einen total irren Zufall auf die tolle Marke Wild Soulcraft gestoßen. Ich werde euch auch gleich und auch in die Infobox noch rein verlinken, wie ihr da hinkommt, wie ihr euch das angucken könnt. Das ist die Vanessa. Hallo Vanessa an dieser Stelle. Wir sind Namensvetterinnen. Auch das war ein irrer witziger Zufall in Bezug auf den gesamten Zufall. Das kann ich jetzt hier nicht großartig ausführen, aber es war schon ein bisschen lustig. Ja, was wollte ich jetzt sagen? Genau, ich fange jetzt erstmal an. Ich bin nämlich total aus dem Häuschen gewesen, als ich Vanessas Seite auf Instagram gesehen habe. Auf Instagram findet ihr sie auch unter Wild Soulcraft. Ich habe hier auch schon mal so eine schöne kleine Visitenkarte. Ich gucke mal eben, dass ihr das auch gut sehen könnt. Also ich finde auch schon allein diese Visitenkarte sehr cool, mit diesem Farbklecks da drauf und so. Also das ist richtig schön gemacht. Und ich werde euch jetzt nicht länger auf die Folter spannen, sondern ich werde einfach mal direkt anfangen. So, und zwar gibt es hier dieses wunderschöne Portemonnaie. Die Vanessa macht nämlich, das habe ich noch gar nicht erwähnt, aus Lederresten Dinge. Wunderschöne Dinge, also auch verschiedenste Dinge. Portemonnaies, Taschen, Gürtel. Ich zeige euch gleich auch noch so ein Aufbewahrungsteilchen für Schmuck oder was auch immer. Wie so ein Reiseetui, also das ist schon alles so abgefahren und jetzt komme ich nämlich hier schon wieder ins Schleudern, merke ich, und ich werde jetzt eins nach dem anderen vorführen. Also, abgecycelte Lederreste, da haben wir hier zum Beispiel dieses wunderschöne Portemonnaie, was ja auch direkt so mir ins Auge fiel, eigentlich fielen mir alle Sachen ins Auge, wenn ich auf ihre Seite gehe, dann könnte ich mich da tot kaufen, ganz ehrlich. Sie hat die Sachen, also sie verarbeitet die Sachen alle per Handarbeit. Wobei ich jetzt nicht weiß, ob solche Nähte könnte es auch sein, dass die mit der Maschine genäht sind. Das sieht mir ein bisschen so aus, aber das ist ja auch jetzt kein Drama, sondern das muss ja auch irgendwie vernünftig verarbeitet sein und halten. Dieses kleine Portemonnaie zum Beispiel ist einfach auch so wunderschön. Ihr habt da ein Fach für Münzen, dann habt ihr hier hinten das Geldscheinfach und sogar für Karten gibt es Platz hier vorne und hier drunter auch nochmal. Genau. Von beiden Seiten wunderschön, sieht ein bisschen aus wie so eine Welle im Meer, finde ich, also total toll gemacht. Dann haben wir zum Beispiel noch hier so eine Klatsch, würde ich sagen, mit so einem schönen Mandala drauf. Das hat sie auch auf ganz vielen Sachen von ihren Produkten. Das finde ich auch super schön, alles schön mit dem Reißverschluss. Die Nähte sind total toll verarbeitet. Hier gibt es auch, also ich denke mal, das ist auch wie ein Portemonnaie gedacht, Geldscheinfächer und sowas, finde ich auch total toll. Immer wenn man so ein Teilchen kauft bei ihr, sind da so schöne kleine Visitenkarten von ihr schon drin. Ja, und es ist einfach ein Traum. Also ich finde auch diese Lederreste, das ist einfach, das fühlt sich so wunderbar an. Das ist so weiches Leder und also wirklich ganz toll. Dann haben wir hier noch auch ein großer Favorit meinerseits. Diese wunderschöne Tasche. Oh, es ist zum Niederknien. Hier so ein toller Gurt, den man halt auch verstellen kann. Also das ist alles super durchdacht. Und es ist wirklich alles qualitativ so, dass ich sagen würde, das ist handfest, das hält auch was aus. Und da hat man wirklich einige Jahre was von. Hier wurde zum Beispiel auch ein Echtstein verarbeitet. Ich weiß gerade nicht, welcher es ist. Er ist auf jeden Fall wunderschön. Und dann noch diese kleinen Details mit dem Makramee-Rand um diesen Stein drumherum. Finde ich auch besonders schön. Und hier diese ausgestanzte Fläche, die hat auch einfach was. Also das sind so Details an den einzelnen Produkten, die einfach wunderschön sind. Auch in der Verarbeitung hier finde ich es toll, dass dieser Stein, der hier angebracht ist, von hinten halt auch echt super verarbeitet aussieht. Du hast nicht das Gefühl, dass der abfallen könnte oder so. Hier haben wir dann so einen Magnetknopf dran und können die Tasche einfach super ganz einfach schließen und die hält auch gut. Hier innen haben wir dann auch nochmal das Mandala wiederholt in klein, wenn man die aufklappt. Da sieht man es ein bisschen. Ja, und hier innen ist jetzt keine Innentasche oder so, aber hier ist eine Menge Platz für unsere Dinge, die wir immer so mit uns rumschleppen. Ja, ach, ein wunderschönes Teil. Auch da, das Leder ist super weich und fühlt sich einfach sehr schön an.
Dann habe ich hier noch einen Gitarrengurt, den ich euch zeigen möchte. Auch ein Favorit von mir. Es ist sowieso alles schon ein Favorit von mir, weil es einfach mit Türkis zusammen mit diesem Leder verarbeitet wurde. Und das ist einfach so schön. Guckt mal hier. Und da ist dann auch sowas reingeschnitzt. Und den Gurt kann man auch verstellen in der Länge, glaube ich. Meine, oder? Ja, kann man. Genau. Hier oben ist dann ja diese Leiste, wo man den dann verstellen kann. Und ja, auch der Gurt super toll verarbeitet mit diesen fetten, dicken Nähten. Also einfach richtig schön. Was habe ich denn noch? Oh ja, dieses Teil, was ich euch jetzt zeige, da habe ich wirklich, als ich es ausgepackt habe, sie hat mir die Teile zur Verfügung für das Video gestellt. Ich muss sagen, dieses Teil hier hat die große Aufmerksamkeit von mir auf sich gezogen, weil es einfach mal der Brüller ist, ganz ehrlich. Wir haben hier quasi, ich würde jetzt sagen, dass das so ein, ich fahre in Urlaub und möchte meinen Schmuck unterbringen Teil ist. Mir fehlt gerade das Wort dafür. Reise, Etui, Schmuckreise, Etui. Keine Ahnung, ihr wisst, was ich meine. Es ist einfach so wertig gearbeitet. Man hat hier verschiedene kleine Schlaufen, wo man Dinge einhängen kann. Hier ist auch noch was, was man benutzen kann, um etwas einzuhängen. Hier ist wieder eine Schlaufe. Hier diese Nieten, da kann man super Ohrringe oder auch Ketten oder Armbänder dranhängen. Die haben nämlich so einen Abstand hier zu der, ich zeig's mal eben so, zu dieser ja, Rückwand, sag ich mal. Auch hier haben wir wieder dieses schöne Mandala eingearbeitet. Hier sind dann noch kleine Täschchen, die auch so angenäht sind, dass man genügend Platz hat, um etwas reinzutun und nicht so eng dran sind. Das hat man ja manchmal das Problem. Dann haben wir hier auch wieder diese Echtsteinverarbeitung mit Makramee. Super schön. Und natürlich dieser Spiegel. Dieser Spiegel ist einfach auch echt nur wunderschön. Und wieder hier so ein bisschen was Ausgestanztes. Und auch der Spiegel ist einfach super da drin verarbeitet und du hast nicht das Gefühl, dass da irgendwas doof abfallen oder sonst was könnte. Also, und hier oben haben wir dann so ein schönes Stück Holz als Griff oder zum Aufhängen. Finde ich auch total super. Also alles so natürliche Materialien, bis auf diesen Spiegel jetzt natürlich. Und hier unten dann natürlich noch so schön mit Fransen verziert. Also, all diese Produkte, die ich euch jetzt gezeigt habe und noch mehr, findet ihr auf ihrer Seite bei Instagram, Wild Soul Craft. Ich blende es euch ja auch die ganze Zeit schon ein. Ihr müsst einfach wirklich da mal vorbeistöbern und euch das angucken. Ja, man neigt dazu, auf Warenkorb zu drücken. Die Vanessa arbeitet jetzt nicht so reell auf Bestellung oder so. Also du kannst jetzt nicht hingehen und sagen, ich hätte gerne, sondern das ist halt immer so, was der Shop gerade hergibt. Vielleicht gibt es auch mal Ausnahmen, das weiß ich nicht. Da müsst ihr sie einfach mal anschreiben und fragen. Aber grundsätzlich ist halt der Shop bestückt mit den Dingen, die gerade halt aktuell da sind. Denn es braucht ja auch Zeit, die einfach alle herzustellen, ne? Und so viel Liebe, wie da reingesteckt wird, wie man ja in den einzelnen Dingen sieht, das ist schon der Hammer. Ja, und was jetzt noch als i-Tüpfelchen dazu kam, das war dann das Geschenkchen für mich von Vanessa. Sie hat mir nämlich wunderschöne Dreadperlen gemacht, auch mit Leder und Makramee. Solche Dreadperlen, wenn ihr die bei ihr bestellt, kommen in so einem wunderschönen kleinen Päckchen an, was so gemacht ist wie eine Streichholzschachtel. Also super schön, da drin liegt dann so ein kleines Läppchen irgendwie noch und dann haben wir hier die Dreadperlen auf zwei Stückchen Papier draufgezogen und sie sind so wunderschön. Und an dieser Stelle, Vanessa, ich danke dir von ganzem Herzen für diese schönen Dreadperlen. Es gibt noch mehr, die ich euch gleich zeigen werde, die auch für mich jetzt waren und die werde ich auf jeden Fall in meine Dreads einarbeiten. Ich zeige euch mal eben kurz einmal so. Seht ihr es? Da sind nämlich türkisfarbene Wellen drauf. Meine Kamera stellt es nicht scharf. So, ja. Also super schön. Also sie hat verschiedene Durchmesser gemacht, weil sie jetzt natürlich auch nicht wusste, wie dick meine Dreads insgesamt so sind. Hier gibt es noch eine kleinere Perle, die genauso ist. Ach Mensch, es wird gar nicht scharf. Ich mache euch nochmal Fotos auf jeden Fall im Abspann. Seht ihr dann die Dreadperlen auch. So, dann haben wir noch die anderen Dreadperlen, die ich euch zeigen wollte. Ich muss das hier mal eben wieder zurückverpacken. Die waren ja auch in so einem kleinen schönen Kästchen oder sind es.
Ich habe mich so gefreut, als ich die gesehen habe, als ich diese Päckchen aufgemacht habe. Ich habe mich ja schon bei den kleinen, die ich euch gerade gezeigt habe, gefreut, aber diese hier sprengen einfach den Rahmen. Also, da haben wir nämlich auch aus Leder mit Makramee und kleinen Perlen. Also, ich bin einfach nur begeistert. Es ist so wunderschön. Ich sag euch ja immer, Mensch, Dreadschmuck, wenn der so in euren Dreads ist, könnt ihr den drin lassen beim Waschen. Sowas würde ich jetzt nicht beim Waschen drin lassen, weil das Leder sonst vielleicht weich wird und dann wird das irgendwie nicht mehr so schön, könnte ich mir vorstellen. Dann haben wir noch diese hier. Die ist noch ein Stückchen länger mit dem Makramee. Also, ja, ich weiß nicht, ich kann dazu nicht viel sagen, außer es ist einfach leider geil. Da haben wir dann diese beiden mit dem Makramee. Und ihr seht auch farblich die Unterschiede, finde ich auch super schön. Ja, danke Vanessa. Also ich freue mich super doll über diese Dreadperlen und ich werde sie, sobald dieses Video abgedreht ist, auch in meine Dreads reinbasteln und mit Wonne tragen. Ja, ihr Lieben, das war meine Vorstellung von Wild Soulcraft mit diesen wunderschönen Dingen, die wir hier alle sehen können und auf ihrer Seite erstehen können. Also das ist schon, ich bin begeistert und ich habe mich total gefreut, als ich diese Seite gefunden habe. Und ja, Vanessa und ich sind auf jeden Fall in Kontakt. Wir sind auch glücklicherweise nicht weit voneinander weg. Und ja, ich freue mich auf jeden Fall drauf. Jetzt habe ich mich hier bewaffnet mit den ganzen Dingen, die ich hier euch gerade gezeigt habe. Und ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Schaut mal bei Wild Soulcraft rein. Die Vanessa wird sich nämlich bestimmt freuen. Und ich glaube auch, dass ihr euch abfeiern werdet, wenn ihr eins dieser Produkte oder die, die da noch auf ihrer Seite zu erstehen sind, erstehen könnt. Weil sie sind leider geil. So, und in diesem Sinne verabschiede ich mich von euch und wünsche euch noch einen schönen Tag und viel Spaß beim Shoppen bei Wild Soulcraft. Alles Liebe, eure Shop-Party. Ade. Muah.